Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Monarchy Abenteuer Bowser. Ja, und jetzt bin ich wieder mal ein bisschen aktiver dran. Ja, und wir haben natürlich was versprochen. Wenn ihr euch diesen Part anguckt, dann dürft ihr natürlich jetzt den krassen Orden sehen. Wir gucken ihn uns jetzt an. Ja, wir haben jetzt nämlich den Rainbow-Rang erreicht. Das bedeutet, wir haben einen brandneuen Orden erhalten. Und Moment. Das ist der... Der hier. Der Excellent Orden Plus. Ja. Füllt SP vollständig auf. Und füllt KP vollständig auf und heilt alle Statuseffekte. Viermal mehr Schaden beim nächsten Angriff. Aha. Das könnte uns helfen. Und hier haben wir zweimal mehr Münzen und 50% mehr Erfahrung. 150. Ich weiß nicht. Was wollen wir machen? Wollen wir auf KP setzen? Wollen wir die KP aufladen? Den Angriff erhöhen auf das Vierfache der maximalen Power, oder wollen wir auf Erfahrung setzen? Ich weiß nicht, was wir jetzt brauchen. Wir könnten das mit der Angriffspower doch aufheben für den Boss, oder nicht? Wenn wir den aufladen, wir müssen sowieso erst aufladen. Ich würde den erstmal aufladen. Dafür müssen wir auch dafür Excellent erreichen. Ja, aber wenn wir den aufgeladen haben, weißt du, was dann passiert. Ja, vierfach Schaden dann beim nächsten Angriff. Aber nur bei einem einzelnen Angriff. Das heißt, so Teleportertür oder Fassballere wird er nicht bringen. Das muss ein einzelner Angriff sein. Aber es gibt ein paar Attacken, die uns helfen können. Beispielsweise entweder der Fresskorb. Mhm, genau. Der ist dann vierfach so stark zum Beispiel. Das sind Schockwelle. Oder die Röhre können wir. Ich denke mal, die Wechselröhre müsste eigentlich auch genug Schaden machen, wenn Mario als erstes drauf haut. Genau. Und ich merke gerade, Mario hat keine SP mehr. Was denn da los? Die habe ich halt verbraten. Habe ich ja leider nicht mitbekommen, da ich jetzt damit beschäftigt war, richtig zu rendern. Hau den Lukas mal ziemlich schwer, ne? Ja. So, ich glaube da. Ja. Er hatte keine Erde im Gesicht. Ja. Als ob er Erde im Gesicht hat. Es ist ein Maulwurf. Ein fucking Maulwurf. Das ist schon mal vorgekommen bei ihm. Der hat immer... Boah, das war plötzlich ganz schwarz geworden, dabei war es nur das Pausenmenü. Hat mich jetzt so richtig erschrocken. Als ob jetzt einfach Skype abschmiert. Dafür brauche ich mir einen Giga-Bowser-Fight, damit das passiert. Ja, da kommt dann noch einer. Die Frage ist, wollen wir da lang? Oder wollen wir jetzt... Moment, wir gucken jetzt mal. Wir könnten da lang? Wofür das denn eigentlich hin? Das führt auf die Hinterseite von diesem Bereich da. Da könnten wir in den Turm betreten. Da kommen wir nicht weiter. Weil das Problem ist, wir haben eine Stelle, die wir noch nicht erkundet haben. Und ich überlege gerade, wo wir jetzt nichts hinlaufen. Wenn ich runter würde ich die huppen. Das ist nein. Dumm. Nein, das soll auch lieber nicht. Dann wüsste ich, wo ich lang will. Rechts, glaube ich, müssen wir generell lang. Ich glaube, wir gehen dann rechts lang. Ich hab vor, jetzt da oben links lang zu gehen. Also, wo wir durch den Turm waren. Ja. Ich hab das Gefühl, da ist ein Bosskampf oder irgendwas. Moment, war ne irgendwas mit Bowser? Irgendwas war mir da. Ja. Aber, ich hoffe nicht, dass es die... Der steckt noch im Tresor, und der ist im Müll. Ich hoffe nicht, dass es die Stelle jetzt ist. Es wird da oben da auf ihn treffen. Ich fürchte ja, weil hier gibt's jetzt einen Speicherblock. Wir haben ja schon die Attackenfragmente, also es gibt eigentlich jetzt nichts mehr für uns zu tun. Wir sollten uns jetzt mal aufladen. Ein bisschen Super Sirup, weil wir sollten lieber die schwächsten Items zuerst verwenden und dann im Kampf kann man auch immer noch die stärksten setzen. Mal speichern. Alter. 300 KP. Hat Luigi tatsächlich jetzt 300 KP? Hast du ihm eine Bohne gegeben? Ich hab den noch 3 rein, noch 8 reingehauen, damit er auf die 300 kommt. Da hat der Boss ja so gut wie keine Chance. Der ist gleich kaputt. Wir können dann auch schon den Sternenmix gegen ihn verwenden. Gegen ihn ausprobieren. Oh, was denn? Das kennen wir doch irgendwo her. Das haben wir hier? Das kommt aber ziemlich spät, oder hatten wir es nicht schon mal? Nee, er ist noch nicht mal bei dem... Es gab ja diesen Stern mit dem Kamin, da kommt auch kein Wasser. So. Da kommt ein Tornado. Die Tornado 2. Ach, Mario. Mario, wir haben keine Zeit zum Saufen. Außerdem ist das zu gefährlich. Wenn du zu viel
Wasser trinkst, dann kann man auch daran sterben. Das ist schlimmer als Alkohol. Ja, weil das wurde auch bewiesen. Wir hatten mal so einen Physiotherapeuten bei uns, als wir mal so eine Seminar hatten, wo es um Physiotherapie ging und um Gesundheit. Und ja, der hat uns dann zum Beispiel auch über das Wasser einige wichtige Sachen erläutert, dass es auch zu viel geben kann. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt hat sich mein Glitzerstein umgeguckt und findet nichts als Schrott. Nur Gerümpel hier, nichts als nichts als wertloser Schrott. Oh. Alter, Metaboss. Der macht einen auf Krankfried. Ihr seid berühmt, rot und grün. Und ich hatte Rot-Grün-Sehschwäche. Wow, was für ein Zufall. Kannst du das überhaupt sehen? Ja, die rosa Farbe gehört bereits Krankfried. Hier geht es nicht weiter, als ihr schon seid. Was? Suchst du etwa Streit? Ja, für YouTube-Beef. Lustig. Ich habe mit Boss gekämpft. Ihr seid viel kleiner. Und ich stehe auf YouTube-Beef. Bringt mehr Klicks. Nee, aber nur zu. Versuch es ruhig. Bald ist der Fitzerstand vollständig. Bald bedeutet etwas später. Mischt euch ein. Da trifft euch mein gewaltiger, dreckiger Zorn. Und wir haben keine Angst für dir. Komm doch her. Ich muss mal wissen, wie es geht. Tut mir leid, Leute, ich war nie in der Schule. Oh, was ist das? Ein Roboter aus Schrottteilen zusammengesetzt. Ein Müllbot. Er ist aus Müll. Ihr redet Müll. Was für ein Wortspiel. Ja, echtes Wortspiel, Alter. Bravo. Ich weiß nicht, ja, du bist auch Müll. Er wird... Wirft euch auf den Müll, passt. Los. Super Ultra Schrottbot. Oh, ich weiß nicht, wie es geht. Tut mir leid, ich bin zu dumm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Weh. Was ist los? Beweg dich, du alter Schrotthaufen. Alter, pass auf, dass du nicht die Steuerung zur Richtung... Alter, das sieht so diabolisch aus. Das macht euch halt Angst. Der tanzt. Dance. Komm schon, nicht tanzen. Das ist nicht diabolisch genug. Ich dachte, das ist diabolisch. Ja, braucht einfach nur die Fernbedienung zu schrotten und schon geht er ab. Oh Gott, jetzt klappt's. Zeig ihm, was du kannst. Und zeig ihm, was in dir steckt. Oh nein. Was soll ich denn wissen? Da in dir steckt nur Müll drin. So, jetzt wird getötet. Gefistet bis zum geht nicht mehr. Wir wollten ja... Das Stermix? Ja, wir haben's ja jetzt. Wir wollen es ausprobieren, gut. Die SP, die 20 SP, das ist mir wert. Ja, weil da gibt's wirklich sehr viel Schaden. So, welche Farbe zuerst? Rot. So, und jetzt versuchen wir jetzt ihn schnell feuern mit Mario. Und jetzt grün. Ich schieße wie ein Wahnsinniger. So. Ja, wenn du zwei so volle Sterne hast, dann hast du schon exzellent. Jetzt hast du schon exzellent erreicht, ey. So. Jetzt muss ich nichts mehr drücken, das heißt einfach nur zuschauen. Alter, what the fuck? Nice. 1822. Und schon ist er tot. Stimmt, der hat eigentlich nur wenig KP und dafür gibt's trotzdem 6000. Was war das? Wir durften noch nicht mal zeigen, was er drauf hat. Den haben wir buchstäblich geschrottet, diesen Schrottbot. Oh, das war ein One-Hit. Erste Güte. Oh mein Gott. Jetzt geht hier richtig ab. Jetzt räumt er den ganzen Schrott aus dem Weg. Was ist das? Das ist doch der Tresor. Ich weiß es gar nicht drin. Oh,
Scheiße, das ist nur ein fetter Bowser. Wo ist mein Gold? Oh, Bowser! Hier ist er also. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Oh ja. Du weißt, was kommt, oder? Hast du schon was überlegt? Ich weiß es. Wie? Ihr wollt den Boss nochmal hineinklettern? Wollen wir schon wieder in sein Inneres rein? Gut, mit seiner Riesenkraft kommen wir auch ins Schloss. Abgedacht! Also, ja. Und der randaliert noch ein bisschen rum. Spastet ab. Ja. Macht kaputt hier, kaputt, bis dass er selber in die Luft fliegt. So, auf jeden Fall kannst du ein bisschen überlegen, was wir jetzt da machen wollen. Du weißt schon, in denen, was gleich kommen wird. Ihr werdet gleich selber sehen, was wir meinen. Denn er weiß so gut genau, was gleich passieren wird. Ja, guck dich mal ganz schnell ein bisschen im Turm um. Und dann seht ihr, was jetzt mit den Roboter passiert ist. Vielleicht gibt's hier irgendeine Leiche. Oh, er hat er geht aufgemacht. Warte mal, wo führt das raus? Ach, da! Damit erreichen wir jetzt eine Abkürzung? Ja! Jetzt können wir wieder durch, einfach. Danke, aber Schrottbot, da war's. Ist Schrottnick. Sonst am Ende doch noch, Schrottnick. Der Sohn, das sagt immer MSE zu Eggman. Ja, was ist? Ach Gott, Bowser! Bowser, wo hältst du deine Hand hin? Ich will es gar nicht wissen. Bowser, es gucken Kinder! Was ich sagen wollte, das stammt von Sonic Underground. Vielleicht hast du die Serie gesehen. Hat Sonic immer Robotnik Schrottnik genannt. Hey! Hörst du mich? Ich hab eine Frage! Hallo? Oh, meine Hüfte tut weh. Oh. Ja, klar. Was hat dein Arsch? Es tut weh? Oh Gott. Ich kann sie nicht bewegen. Aber du kannst deinen Arsch nicht bewegen. Oh Gott! War schon was. Nein, Maritus, bitte. Also wirklich, ständig ist irgendetwas mit dir los. Na, wer ist auch schuld dran? Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt der größte Spaß meines Lebens. Warten. Meister Mario, Meister Luigi, was führt euch hierher? Wow, da haben wir unser Gesangstalent. Irgendwie wirkt dieser Raum trotz seiner Beengtheit beruhigend. Ich fühle mich hier fast schon wie zu Hause, hab sogar schon die olle Peach vergessen. Was sagt ihr? Bowser hat es am Arsch? Und ihr intendiert, dieses Zipperlein von hier aus zu kurieren? Darf ich anmerken, dass sich der Bohne vor kurzem erst verdunkelt und verhärtet hat? Oh Gott. Stellt zu vermuten, dass es eine Verbindung mit Bowsers Arschbeschwerden gibt? Nicht lachen! Außerdem war dieses rote Etwas bis gerade eben noch nicht da. Was für unstete Zeiten und irgendwie sieht es aus wie... Ich will gar nicht dran denken. Ach Gott, Mario. Sollen wir vielleicht diese Stelle etwas... reizen? Und dann... Ey! Das sieht so pervers aus. Es ist ein Arschloch. Ach du Scheiße. Es scheint kein großer Fan zu haben, Mann. Was erwartet man von einem alten Video? Letztendlich ist lieber euch überlassen. Was machen wir, Mr. Luigi gibt? Er tut euer Bestes. Aber nicht auf die Art, die ihr denkt. Die ihr zu vermuten glaubt. Versucht dieses Rot etwas nicht so buchstäblich zu reizen. Okay, jetzt kommt. Ich glaube. Wir bohren uns in sein Au rein. Ich glaube, was gleich passieren wird, wird lustig. Uhu! Langsam aber sicher tut sich etwas! So, du hast ihn doch gesprochen. Ah, hier steckst.
Ah, hier steckst du. Ich hab dich schon gesucht. Ah, Meister Todbert. Ihr kommt gerade recht. Die Meister Mario und Luigi haben sich ebenfalls hier eingefunden. Wir sind gerade dabei, langsam und behutsam Bowsers Arschbeschwerden zu lindern. Oh, interessant. Oh, so nicht interessant. Pingers! Ich bin dabei. Alter! Meiner Erfahrung nach braucht es bei Arschproblemen vor allem Zeit. Sehr viel Zeit. Was? Oh. Ihr solltet erst einmal abwarten und Tee trinken. Hat er die Teekanne ganze Zeit bei sich und wie hat er den Tee, wo hat er den Tee überhaupt gekocht? Keine Ahnung, will ich auch nicht wissen. Und jetzt kommt es, wir müssen nämlich jetzt ein paar Minuten lang warten. Wir sollten es ruhig und entspannt angehen lassen. Kommt Zeit, kommt Rat. Genau, einfach Tee trinken, alles aus der Hand legen und ruhig durchatmen. Relaxen. Wenn sich im Arsch etwas tut, schlage ich Alarm. Bis dahin trinken wir Tee, strecken uns ein wenig und relaxen. Wir chillen. Oh, das wird herrlich. Manchmal muss man prüfen, ob man übertreibt, was man gerade treibt. Was? Was? Der Satan der Logik! Das weiß ich auch. Langsam und behutsam. Ja, jetzt soll ich erklärt sein, wir müssen jetzt hier ungefähr 10 Minuten, glaube ich, warten. Ich glaube, 10 Minuten waren es. Also wir gehen zurück und wir quatschen jetzt einfach so. Ihr dürft sozusagen jetzt beim normalen Random Talk zuhören. Ja, also es dauert jetzt ein paar Minuten, wenn sich etwas tut, schlägt Tots vor Alarm. Oh man, das ja. Ist schon krass. Also wie läuft es so auf deinem Kanal? Naja, da muss ich erstmal selber nachgucken. Also, es scheint auf jeden Fall ganz gut zu laufen bislang. Das freut mich. Naja, ich sehe aber wieder zu viele Spezialdemo-Videos von ihr wisst schon was. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das spielen soll, weil ich will mich ungern spoilern lassen, aber ich will unbedingt dieses eine Pokémon haben am Ende, wenn es rauskommt, das Spiel. Also, ich werde das am Freitag dann spielen, weil, auch wenn es jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler wird, was soll's, ich habe halt wenigstens schon mal das Gefühl drin, dass ich mal reinkomme. Ich meine, so viel wird ja auch nicht unbedingt gespoilert. Vielleicht ein paar neue Pokémon, dass ich zumindest mal mich daran gewöhnen kann, weil es wird wieder was Neues. Eine neue Generation, die ein bisschen zu früh kommt, weil ich meine, es war gerade mal 3 Jahre her seit der 6. Gen und die ist noch nicht mal vollständig, da eine Spezialedition fehlt und jetzt kommt schon die 7. Nintendo übertreibt's ganz schön. Ja, übertreiben. Ich denke schon wieder an die eine Sache. Ja. Ja, weißt du, ich habe auch die Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir Spezialdemo, die habe ich nie gespielt. Ich frage mich echt, was das bringt, wenn ich die jetzt noch spiele. Du bekommst dann einen Mega für ein Tor. Bringt das überhaupt noch was? Ich weiß nicht. Du kannst sie jederzeit spielen, wenn's hoffentlich kein Ablaufdatum hat. Das wäre mal eine interessante Frage. Kann man so in den Kommentaren mal beantworten. Ich finde es interessant, dass Sonic Dash Part 7 bisher noch nicht so gut geklickt wurde. Ich meine, wir hatten sie wirklich nicht alle. Wir hatten da über den randomsten Shit gelabert. Und dann haben mein wir... Gott. Ja, und dann hat uns mal einen Spaß erlaubt. Und zwar gibt es sein Album Löwenkind von Lions. Wir haben uns über die Amazon-Kommentare lustig gemacht. Es gab, glaube ich, einen Kommentar, da stand mal... Es klingt so, als würde hier mal eine Kreissäge bedienen. Oh je. Nur vor allem, da gab es mal... Bezüglich des Verkaufens habe ich mal einen Kommentar gelesen, den hat zwar Terra nicht gefunden, aber der hieß wie folgt: Ich weiß, warum sich das Album so gut verkauft hat. Der ES hat sehr viele Stückzahl davon gekauft, um damit die Geißeln zu foltern. Das ist wie Folter. Oh, wie gemein, ey. Ja, ich weiß, es ist so gemein, aber muss was sein. Ja. Na, in Part 8 geht's dann weiter mit dem Scheiß. Oh mein Gott. Ich nur leider Gottes habe ich bislang noch nie das Mega-Finantor übertragen. Ich wusste jetzt bislang nicht, wie das machen sollte. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, jedenfalls das neue Pokémon möchte ich mir auch holen, was es dann dafür gibt, wenn es überhaupt eins... Naja, das wird ja wohl eins geben bei der Spezialdemo. Irgendein... Ich habe schon in der Beschreibung gelesen, was es da gibt, aber
Ich weiß nicht mehr auswendig, was für ein Pokémon das nochmal war. Ach so, ich weiß es schon, aber ich sag's jetzt nicht, ja. Wegen Spoilervermeidung. Ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt hier machen im Spiel, überhaupt wirklich bei Arschproblemen hilft. Ja, es ist ja sein, ihr wisst schon was, Loch. Ja. Gerade. Und da haben sie sich reingebohrt. Ich meine, reizen und... Diese Zweideutigkeit in dem Spiel! Ja. Ich kann mich erwarten! Es kann nur schlimmer werden. Es war schon zweideutig genug mit den Medusa-Schwestern im ersten Teil. Was ich mache? Ich glaub, es dauert noch eine ganze Weile. Ich geh jetzt pennen. Gute Nacht! Ich penne jetzt wirklich ernsthaft. Ja, aber ich gehe dann auch, ich will dann auch in die Falle bald in ein paar Minuten, also mach mal hinne, Spiel. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht am Lagen, weshalb es jetzt noch länger dauert. Denke ich mal nicht. Oh mein Gott, was ist das schon für ein Großreiz? Ich will gar nicht dran denken. Ich hab auch so vollkommen klar einen Punkt. So. Oh Gott, Scheiße, muss ich jetzt schon zur Arbeit? Scheiße, ich muss meine Sachen packen. Dancing Queen! Oh Gott, das Gelb! Oh Gott! Alter! Was ist jetzt? Da los? Oh, jetzt hab ich's bekommen! Oh mein Arsch, ich oh Gott! Oh! Orgasmus. Der Blick! Ja, Orgasmus. Ich wollte gerade den Satz aus Part 40 sagen, aber ich glaube, ich lasse den mal lieber. Du weißt, was ich meine. Oh, das ist gut. Oh. Ich bin wirklich als je zuvor. Ich wusste gar nicht, dass sowas wirklich hilft. Ich sollte echt mehr Erfahrung beim Schleppen. Alter, bist du etwa schwul oder was? Ja. Mein Weiber, nicht Männer, also. Übertreib's nicht gleich, sonst gehen die Schmerzen wieder los. Und. Als ob man schwul ist, wenn ein Mann mit einer Frau was macht. Oh Gott, das wäre ja echt das Schlimmste ever. Oh, keine Sorge. Ich fühle mich jetzt sogar besser als zuvor. Du musst wissen, es motiviert mich. Pass mal auf, was ich jetzt kann. Oh Gott, auf was guckst du jetzt bitte? Sogar das kann ich jetzt. Ich habe das einfach mit Sonic geklaut. Musst du wissen. Ja, jetzt ist er nicht. Aber er ist jetzt noch ein noch stackeliger Kugel als Sonic. Ah, ja, Luigi, Bowser, der Panzerball. Was? Und das heißt? Bowser verspannte Muskulatur hat sich gerockert. Und nun kann er sich zu einem Panzerball zusammenrollen? Ich bin kurz wieder vom Durchdrehen. Ich wollte fast wieder Chippy sagen. Chaos, schreit dir auf! Korrekt, aber es nur er. Die Aktion wohl um Schein und X drücken. Ihr wisst schon, X. Ja, sag mal. Wie ist denn der Panzerball so? Er genießt es richtig. Das macht Spaß. Jetzt verstehe ich auch, warum Sonic sich so geil bewegt. Ha, Sega, jetzt kann er mich am Arsch lecken. Jetzt kann ich es. Ja, ich wechsle einfach auf R und da drücke ich X. Und Sonic kann es nicht so einfach machen, weil Sonic scheiße ist. Genau das bist du, scheiße. Ja, und irgendwo währenddessen in der Green Hill Zone hält Sonic kurz an und denkt sich so, redet da gerade jemand? Ich habe das Gefühl, jemand redet gerade scheiße über mich. Ja, denke ich auch. Wenn ich mich mit Stocker zu Wege machen, mir auch Dornen nichts. Oh, weiche Wände kann ich einfach hin auf den rollen. Warte mal, es sind noch weiche Wände. Physikalisch müsste abstürzen. Super, so bin ich. Spitzenklasse. Sag mal, Chippy, wo sind wir hier? Im Pilzpalast. Ach so, ich dachte auf dem Schrottplatz. Und zwar vor meiner Festung. Aber egal, wann bin ich denn zum Pilzpalast gekommen? Ich wollte da gar nicht hin.
irgendwo da drin muss Prinzessin Peach sein. Der Fensterstein wird erwachen. Wir müssen uns sputen und die Prinzessin finden. Das musst du mir nicht sagen. Ich werde Peach aus Kampfezwein befreien. Peach. Wie komme ich in den Palast? Noch wichtiger, wie komme ich runter von diesem Schrottplatz? Am besten mit dem neuen Trick. Ja, da hättest du gleich die ganze... Peach! Peach! Hinterher! Alter, Bowser! Jetzt geht Bowser ab! Ich rette dich, Gott. Peach! Und jetzt, wenn ich dafür draufgehe... Aber jetzt neue Gegner, das heißt... Lockkatze! Den werden wir noch töten! Ja, und wie? Okay, jetzt musst du in den richtigen Moment, kurz bevor er landet und dann öffnest... Ich hab gedrückt! Ja, anscheinend zu spät. Und dann... Okay, jetzt musst du ihm schlagen und dann mit dem blauen Knopf schlagen, bevor er dich erwischt. Ja, yeah, stimmt, wir haben den SP-Bonus ja noch drin. Komm, wir töten's einfach. Ich hab irgendwie Bock drauf. Du wolltest auch die Blockkatze. Oh, scheiße. Okay, machen wir folgendes. Ja, der eine Gegner kriegt jetzt nur eine ab, falls es nicht daneben geht, weil es sieht ganz so aus, als würde es... Ja. Schade. So, schade. So, das dauert. Im Kopf kannst du jetzt noch einsaugen. So. Und jetzt. Jetzt. Und nochmal schnell, 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 schnell drücken. Schnell, schnell, schnell drücken. Jawohl. Also kannst du ihn noch abwehren. Der hat versucht, deine Verteidigung noch zu durchbrechen, aber du konntest ihn abwehren. So. Und damit kannst du jetzt auch den Kopf entsorgen, der jetzt für Mario und Luigi bestimmt ist. Weil ansonsten holt er noch einen weiteren Körper. So. Wir machen gleich Partschluss, wir machen noch schnell irgendwie gucken. Vielleicht gibt es noch einen Speicherpunkt in der Nähe. Denn ich hoffe nicht, dass jetzt unten ein Speicherblock ist. Also wenn wir jetzt hier beenden den Part, Save State, und dann nächsten Part kriegst du immer einen Speicherblock. Ja, das könnte durchaus passieren. Wenn das passiert, so. Oh. Jetzt geht's wieder Fluxivox, was ist denn da jetzt los mit der Framerate? Keine Ahnung, aber du hast gerade gesehen, was da war, oder? Sobald wir kein Exzellent machen, wird der Effekt abgeladen. Moment, was? Der Orden-Effekt wird abgeladen, wenn wir... Das heißt, die Leiste wird auch zurückgesetzt von dem Charakter, sobald wir kein Exzellent hinlegen. Das ist ein Exzellent, das ist ein wie alles oder nichts. Also, oh Gott. Aber er hat einen Vorteil für uns. So. Ja, das heißt, nur wenn wir ihn auch nutzen können... Können wir denn nicht bei ihm speichern? Nein, oder? Oh, Schackroute, schnell aktivieren! Das machen wir auf, das muss mir nicht zwangs. Jawohl. Schon haben wir, glaube ich, so ziemlich. Ist das nicht Part 49, den wir hier aufnehmen? Nee, das ist Part 50. Weißt du, da haben wir sogar einen anderen YouTuber aufgeholt. Der jetzt auch ungefähr. Der ungefähr zwar ein Part vor uns ist. Aber Dom Tinto oder Paper zockt? Nein. Ein eher ein bisschen unbekannterer. Danny Bound. Der hat. Oh. Der mit Part 49 diese Stelle erreicht. Wir könnten mal Blockkatzen fragen, wie viel da uns da noch fehlen. Wir wollen uns doch heilen. Oh, was soll's. Gefundene Blockkatzen. Drei fehlen uns noch. Die sind alle drei im Pilzplatz zu finden. Es gibt noch drei verschiedene große Gegner. Ich kann mir schon denken, welche das sind. Was gibt's hier eigentlich für Items? Nee, das wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich in den Kleidungsladen. Wir wollen, bevor ein paar beenden, will ich mal gucken, was es noch gibt für Kleidung, bevor wir. Damit er noch sieht, was ich hier für geile Kleidung kaufe. Traumpanzer, was kann der denn? Angriff geht runter, aber dafür die. Wow! 120 Verteidigung. Komm. Wollen wir No Risk, No Fun oder. Wir machen einfach mal drauflegen. Okay. Wird der Kampf spannender, komm, was haben wir noch? Ich meine, wir kriegen noch Angriffskraft dazu. Ich werde Ausgangsgänge betreiben, also. Erhöht Angriff um 10% hin, besiegt einen Gegner statt Angriff um 10% maximal 30. Ja. Der andere Band ist stärker. Was haben wir denn noch? Sonst. Nix. Gibt's anscheinend nichts. Lass mal das. So, jetzt probiere ich's mal. Mal sehen. Aber diesmal kein Safe State. Machen wir das jetzt lieber gleich auf Glück. Ganz unten.
Der zweite von links. Okay, der. Du bist so ein Glückspilz, Mann. Ja, buchstäblich trifft es auch gleich, der Glückspilz hier. So, jetzt haben wir wieder an die Zehner. Ja, ich werde sagen, also ich werde hier paar Dinge machen, einfach. Ja. Ich denke mal, das passt perfekt. Ich denke mal, euch hat der Papi das sehr gefallen. Es wäre sehr lustig, besonders mit seinen Arschbeschwerden. Ja, und dazu noch, wo sie sich reinbohren. Ja, das muss man auch noch vorstellen. Ja, aber vor allem der Orgasmus danach. Oh Gott. Wie Bowser das geil gefunden hat, verstehe ich auch noch nicht, aber egal. Auf jeden Fall, wir beenden hier den Part. Ihr könnt natürlich eure Kommentarwertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Und Emerald Control. Oh Mann, ich...